Ich begrüße euch zu Part 2 von dem Let's Play Monochroma. Den linken Teil, da hatten wir abgehakt, so war der Cut im letzten Part. Und jetzt müssen wir hier in dieses Haus rein. Was sind das da für ein Typ? Und was sind das für Kinder hier in dem Reagenzglas? Ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst gibt das hier Theater. Oh, schon mal sehr gut. Verfolgt er uns? Und ab durch die Maisfelder. Children of the Dam. Ein alter Brunnen. Wo geht's denn hier hin? Oh, wir haben ein Secret gefunden. Und sind direkt tot. Oh, voll geil. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe es schon mal ein Stück gespielt. Im letzten Part hatte ich es erwähnt. Jetzt habt ihr das mal gesehen, wie es ist, wenn man so ein Secret findet. Wenn man das einmal gefunden hat, ist das auch weg. Also gehen wir hier weiter Fersengeld. Ach du Scheiße. Wir kommen mit dem Auto. Oh. Der Zug hat mich voll aus dem Rahmen geworfen. Und mit dem Bruder laufen, da ist so schrecklich langsam. Boah, das war aber Sackhaaresbreite. Und jetzt rutschen wir in den Abgrund. Ach, habe ich mich jetzt erschrocken. Und ihr seht, wenn man, je weiter wir spielen, desto mehr verändert sich der Ladebildschirm. Also haben wir sozusagen einen neuen Bereich oder eine neue Sektion. Erreicht. Ja, wie soll man da... Ich wollte gerade sagen, wie soll man da rankommen? Ich denke jedes Mal, der stürzt ab. Olle Windmühlenflügel hier. Ah, hier können wir den Bruder absetzen. Ich sehe schon, wir müssen irgendwie die Dinger darunter machen. Okay. Ihr seht schon, es ist wirklich ganz so einfach. Können wir denn zusammen mit dem da dran springen? Können wir nicht. Nach hier rechts können wir auch nicht weiter.
Kann ich denn allein da hoch? Oder kann ich den Bruder weiter rechts ablegen? Ne, hier geht's nicht. Rätsel über Rätsel. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Nee, immer noch nicht. Okay. Ach, ist das wieder alles knifflig und die Zeit rennt doch. Ja, man muss nur ein bisschen umdenken. Da unten rechts seht ihr wieder so eine Rose. Die habe ich aber schon geholt gehabt. Auch ich wusste die Lösung nicht mehr. Aber zum Zeigen, wie es geht. Allerdings werden wir die jetzt nicht holen, weil die ist ja schon geöffnet. Und vorhin habt ihr ja in dem Brunnen gesehen, da kommt dieses Geräusch. Und dann hat man Secret gefunden. Wunderbar hat das geklappt. Man muss also hin und her schwingen und dann wieder zurück an die Leiter und der zerstört dann unten den Steg. Ungefähr so. Ja, dann kann man unten, da der Steg ist zerbrochen, kann man diese Blume holen. Haben wir wieder ein kleines Stück vom oder wieder ein Secret gefunden. Aber wir wollen weiter, weil ich habe mich jetzt lange genug mit dem Aufzug aufgehalten. Und es gibt noch echt einige knifflige Sachen hier zu lösen. Wie die zwei Brüder durch die düstere Atmosphäre von der Welt von Monochroma durchrennen. Okay. Der Roboter, den hat es voll zerfetzt.
Da lag noch der Kopf vom Roboter, glaube ich. Okay, hier fahren Züge lang. Die Rätsel basieren teilweise auch, wie soll ich das sagen, auf physikalischen Gesetzen, wie ihr hier seht. Mit dem Bruder wird das nämlich nichts. Weil dann senkt sich diese Grube zu schnell, dieses Ding zu schnell ab. Wenn man da langläuft. Und deswegen müssen wir hier systematisch die Kisten holen. Und dann mit dem Bruder loslaufen. Um das Gegengewicht an diesem Pendel hinzubekommen. Reicht das schon? Komm, wir schieben noch mal lieber ein Stück weiter. Und jetzt können wir mit dem Bruder da oben schön locker lässig dran springen. Also die Absprünge, die müssen manchmal wirklich extrem pixelgenau sein. Und über die Eisenbahnwaggons geht's weiter. Nowhere Studios ist ja ein türkischer Entwickler. Ich habe ein bisschen was von der Musik, die dazu komponiert wurde, habe ich mir mal angeschaut im Trailer. Und ihr hört ja, die ist recht stimmungsvoll gemacht. Da kommt doch eine Bahn. Lauf! Lauf! Oh, Glück gehabt. Auf dem Parallelgleis. Ja, mit dem Bruder hätten wir das Stück bestimmt nicht geschafft zu springen. Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. Also ich finde das mit den roten Farbakzenten auch sehr gut gemacht. Können wir hier irgendwo dran springen?
Sieht aber nicht so aus. Okay, ihr seht schon, hier gibt es verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Wir müssen oben links wohl irgendwie an diese Leiter. Ach, wenn er hier drin geht, dann geht der ganz hoch. Ja, hier können wir den Bruder absetzen. Können wir den da auch oben drauf absetzen? Das geht. Das geht nicht. Ja, dann würde ich sagen, weil bis hierhin haben wir ein gutes Stück geschafft, machen wir hier einen Cut. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr findet das Spiel immer noch interessant. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder und sage bis dahin, euer Agent Peanut. So long.